Janda wird der Schlussspringer sein. Nun für die Russen Denis Kornilov. Der ist schon unterwegs. Jetzt kommt ein bisschen Nebel auf. Ja, da oben zieht Nebel auf. Der kommt gut, der kommt gut. Bestleistung. 194,5, das war sein Hausrekord. Und der hat sich wirklich nach seinen überragenden Trainingseindrücken zu Beginn der Saison in Kusamo, wo alle schon davon gesprochen haben, das ist ein neuer. Dann hat er wieder etwas nachgelassen, aber jetzt 207,5 Meter. Bravo, bravo, Denis. Feine Leistung. Hat ja auch ein ideales Kraftlastverhältnis. Ja, also sehr leicht. Und wenn er die Technik eben rüber...